Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober 2015 und wir sind hier im Steinbruch in Breitbrunn. The Hunger Games, die Tribute von Panem Teil 4. Also Sören und ich sollen in den nächsten 3 Wochen hier aus dem Felsen den Kopf des Präsidenten Snow heraushauen, gespielt von Donald Sutherland. So, jetzt stehen wir oben am Steinbruch und hier ist praktisch Donalds Kopf, die Ecke. Und jetzt müssen sie hier noch eine Rampe bauen, damit wir dann auch mit dem Gerüst und so weiter hier hochkommen können. Hollywood in Breitbrunn. Sören, was sagst du? Cool, oder? Cool! Hier kommt er hin, Präsident Snow. Heute ist der 9. Oktober. Da hier, bester Mann, der Fräsmann, Daniel. Na ja. So, jetzt kommt hier unser Steiger. Da müssen wir noch lernen, wie man den fährt. Bin schon ganz gespannt. Heute ist Montag, der 12. Oktober, kurz nach 8 Uhr. Und ich wollte nur mal anmerken, es hat minus 2 Grad. Ist so viel mit deinem Tagewerk? Tagewerk, wir haben erst angefangen. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober. So, Kaffeepause. Jetzt gehe ich mal auch mal hier mit. Du bist auch dabei. Ich sehe ja. Wahrscheinlich nicht so fotogen. Doch. Macht Spaß, ne? Hollywood jetzt, kann kommen. Ja, Hollywood kann kommen. Jetzt, wo der Dieselgestank weg ist. Oh ja, das war schlimm. Das war schlimm, ne? Mhm. Ja. Toll, ich mag so Großaufträge. So, so langsam kommen wir auch voran. Zwergnase. Zwergnase, genau. Es wird schon wieder frisch. Und jetzt, was? Der 13. Der 13., genau. Und jetzt kriegen wir noch ein Gerüst gebaut. Super. So sehen wir dann immer aus. Wie die Schweine. Wie die Schweine. Komm mal her, guck mich mal an. Meine Rotzler, guck doch mal. Rotzler sind alle. Ja, super. Süß. Süß, ne? So, heute ist Mittwoch, der 14. Oktober. Und wir kommen ganz gut voran. Und es hat auch nicht geregnet heute, Gott sei Dank. Also bis jetzt. Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober. Na? Der Felsen da hinten, der sieht aus, als ob sein Gesicht rauskäme. Ein Gesicht aus dem Felsen? Ja, du spinnst. Bisschen aus wie Donald Sutherland. Ach komm, kann gar nicht sein. Tja, Freunde. Und irgendeiner hat gestern seinen Teller nicht aufgegessen, ne? Weil es regnet und es ist scheißkalt. Freitagmorgen, 8:30 in Breitbrunn und schon wieder Nieselregen und trübes Wetter. Jetzt nimmt er es auf. Sorry, ich habe falsch gedrückt. Jetzt nimmt er es auf. Ach so. Ist es rot? Ja. Das ist übrigens unser Arbeitsschuppen. Willkommen in meinem Wald.
Ich wollte eigentlich den Donald zeigen, dass der überall hängt bei uns. Ja, Donald überall. Ja, so sieht's da aus. Montagmorgen, 8.30 Uhr, Nebel über dem Steinbruch. Leider weiß ich nicht, was für ein Datum es ist, aber ich glaube, es könnte der 17. oder 18. Oktober sein. Also jetzt ist es Nachmittag und jetzt fängt es schon wieder an zu nieseln. Aber unser Donald wird immer mehr Donald. Heute ist Dienstag und es regnet. Gestern haben wir das Dach erst abgebaut am Steiger. Zum Kotzen also, ist es. Heute ist Dienstag, we call it Rainy Day Tuesday. Und Steff, was hältst du von dem Wetter? Es ist so total zum Kotzen. Ich sehe nichts und überhaupt. Das ist doch, wie soll man da arbeiten? Das ist doch scheiße. Ja, wir machen jetzt gleich das Dach rüber, was uns Martin hat zur Verfügung gestellt hat. Da oben sieht man es. Und dann bauen wir auch das Gerüst ein bisschen höher auf, dass wir besser arbeiten trotzdem können. Trotzdem ist es scheiße. Schön ist es nicht. Nee. Heute ist Mittwoch. Und ja, wie man sieht, the fog, Nebel des Grauens. Aber wir hoffen mal, dass es heute wenigstens nicht regnet. Donnerstagmorgen, kurz nach 8, am 22. Oktober 2015. The Mists of Breitbrunn. Das ist übrigens der Martin Graser, der Steinbruchbesitzer. Damit habe ich ihn auch mal auf dem Band. Ne? Freitag, der 23. Oktober. Sieht fast mystisch aus. Und wenn man genau hinguckt, hier oben ist ein Stückchen blauer Himmel. Heute kommt ja auch endlich mal jemand vom Film vorbei. Mal schauen, was die sagen. Sören ist schon fleißig. Da ist jetzt der vom Film. Christopher. Ja. Verstehst du, was dann? Da machst du den Obersteinbach und hast wieder Kilo Sprengstoff in die Luft. Ja, aber hast du ja keine 10 Kilo. Samstagmorgen. Das Datum habe ich schon wieder vergessen. Und so langsam kommen wir zum Ende. Also willst du jetzt deine Mütze ablassen oder nicht? Ja, was ist mit der Mütze? Ist sie schlimm oder wie? Schlimm. Da ist die Kamera. Ja, was soll ich jetzt machen? Heute ist Montag, der 25. Oktober. 26. 25. Auf jeden Fall sind wir im Endspurt und es ist nämlich schön warm geworden. Ne? 26. ist heute. Halt die Klappe liegen. Ja, super. Also wie sollen wir das schön anmoderieren? Ne? Jedenfalls sind wir euphorisch, weil wir haben nämlich jetzt nur noch ein paar Tage und dann sind wir fertig. Ja. Wie viel ist heute? Heute ist der 27. Oktober, Dienstag, und wir werden vielleicht heute fertig werden. Wahrscheinlich werden wir heute fertig werden. Jetzt ist es 7:30 und irgendwie haben wir das mit der Zeitverschiebung wieder nicht mitgekriegt, aber die Sonne scheint, kein Raureif auf den Hügeln und wir sind voller Tatendrang. Ich denke, wir werden heute fertig. We'll be right back.
erschöpften Sören. Erschöpft, aber glücklich. Genau, weil heute ist Dienstagabend und wir haben unser Werk vollendet. Wir sind fertig. Jawohl. Und deswegen kriegt der Donald nämlich ein Räucherstäbchen. Hat er am Anfang auch bekommen. Für den gelungenen Abschluss. Sehen glückliche Bildhauer aus. So sehen, falls der Anfang nicht drauf ist, so sehen glückliche Bildhauer aus. Ja. Werk vollendet, kein Ehekrach und auch sonst alles in Butter. Tschüss.